Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Gornhub. Wir schauen uns jetzt den Bergmann HTW 85 an in der Version 1.0. Das Ganze kommt von ASG Modding, DL Fahrzeugbau, Rig Black Label, TWD Modding und Shines. Findet ihr einmal in der Kategorie Werkzeuge und dann Anhänger. Gibt es momentan nur für PC und Mac. Hier haben wir das gute Stück Bergmann HTW 85. Standardgemäß 51.500 Liter Ladevolumen für 87.000 in der Anschaffung, 4.437 im Leasing. Wir haben die Hauptfarbe als Auswahl, da gibt es ein paar spezielle, nennen wir es mal Lackierungen. Ja, Deutsch ist heute wieder richtig gut, hier am Start. Ebenso die Felgenfarbe kann eben auch in diversen Farben mit einlackiert werden. Ansonsten drei Config-Blöcke, Reifenhersteller, Reifenvariante und Kapazität. Standardgemäß haben wir Trelleborg mit Standardbereifung, Michelin mit Standardbereifung, Werdestein mit Standardbereifung, BKT ebenso mit Standardbereifung. Reifenvariante bleibt aber allerdings bei Standard, also lässt sich nicht verändern. Kapazität haben wir standardgemäß 51.500, lässt sich aufrüsten auf 71.500 und zuletzt auf 84.500 Liter. Allerdings ist das eine reine Datenzahl, sagt man es mal so. Ihr seht, optisch ändert sich in dem Falle da nichts mit dran. Ja, das dazu, wie gesagt, Bergmann HTW. So, schauen wir uns das Ganze hier an. Da haben wir einmal da stehen, Bergmann als Stickel. Wie gesagt, ihr könnt das halt auch umfärben. Entschuldigung, heute habe ich es mit der Sprache. Das sieht dann halt dementsprechend anders aus, aber das Logo bleibt halt gleich. Ansonsten die Trelleborg-Bereifung hier 710, 45, 26, 5 EMP. Mit dabei. Ihr seht hier, die Sonne reflektiert wunderschön an diesem Blechzeug hier. Wir haben hier an den Seiten solche Abstandsleuchten, doch nennt man Abstandsleuchten, oder? Ja, oder Seitenleuchten. Damit integriert solche Spots, sehen wir uns dann auch in der Funktionalität noch an. Dann halt ein Auflieger, sprich braucht ein LKW dafür. Hier vorne ist das Ganze für dynamische Kabel und Schläuche, schauen wir uns auch gleich noch an. Warntafeln hier unten mit integriert, ein klassischer Fall. Ansonsten gegenüberliegende Seite das gleiche in grün. Hier im Heckbereich dann auch nochmal riesengroß Bergmann. Bremslichter, Blinker und Rückwärtsleuchten auch mit dabei. So, wir können hier oben drauf rumspazieren, haben allerdings hier eine Kollision. Also sprich, wir kommen nicht direkt rein. Das, was schade ist, aber die Seitenwände, also vorne links, rechts, die haben alle Kollision. Ne? Ihr seht hier, da kann man nicht reinglitschen. Ja, das passt eigentlich soweit. Texturtechnisch gesehen, eigentlich Tobi, wüsste ich nicht, was man großartig dagegen sagen sollte. Ich habe hier schon mal was vorbereitet und dann sieht man auch hier, dynamische Kabel und Schläuche sind mit dabei und werden dementsprechend auch hier mit supportet und das sieht auch soweit gut aus. Ansonsten linke Maustaste gedrückt halten, nach oben und nach unten könnt ihr hier vorne den Aufsatz bzw. die Klappe öffnen und schließen für den Häckselgut-Einsatz, sage ich mal immer so schön. Ihr seht, wir können alles standardgemäß laden, was auf der Karte verbaut ist. Wenn ihr auf Multifruchtkarten unterwegs seid, kann das dementsprechend auch mehr sein. Ansonsten, irgendwelche Abdeckungen und Co. haben wir jetzt nicht mit dabei. Wir fahren einmal hier nach unten und füllen das Ganze mal auf. 100.000 Liter haben wir Gott sei Dank noch mit dabei, um das Ganze so zu checken, wie es denn läuft. Ansonsten hier hinten die Blinker, ne, Bremsleuchten, Rückwärtsleuchten, alles mit dabei. Wenn wir uns das Ganze einmal hier auch in der Nacht anschauen, ne, sehen wir dann auch, dass das Ganze hier soweit mit funktioniert. Allerdings, das was man auf den Bildern noch mitgesehen hat, sehe ich jetzt hier momentan nicht. Also ihr seht, wenn ich das hier einschalte, die Dinger sind aus. Selbst wenn ich alle Dinger hier durchschalte, tut sich in dem Falle leider nichts. Auf den Screenshots von den Moddern ist es allerdings mit beleuchtet. Kann ich aktuell etwas verwirrt, um ehrlich zu sein. Weil ihr seht, es leuchtet nicht. Ja. Und selbst wenn ich das Ganze jetzt hier, ne, den mache und den mache, ihr seht, kein Leuchteffekt mit dabei. Weil das Rote hier unten kommt halt vom LKW selber. Komisch, aber okay. Ist jetzt auch nicht so schwierig, würde ich sagen. Ihr seht, 85, 84, 5 sind mit dabei. Glitscht nirgendwo was raus. Das geht zwar hardcore hier oben an den Rand. Und ihr seht auch hier, na, wenn ich jetzt die Klappe hier zumache,
Ne, das guckt eigentlich drüber. Also das ist hier noch nicht wirklich optimal. Da müsste man die Plane gegebenenfalls nochmal etwas niedrigerer ansetzen. Ansonsten fahren wir einmal hier rüber. Und dann seht ihr jetzt hier überladen starten. Wir können logischerweise nur nach hinten abladen. Also einmal I. Ihr seht, Animation kommt nicht zu früh, auch nicht zu spät. Und jetzt fließt das halt dementsprechend einfach nach unten. Ihr seht, Partikelsystem ist mit dabei, geht nicht ganz bis zum Boden, ist aber okay. Ihr seht hinten die Rollen, drehen sich soweit auch, das ist soweit auch alles animiert. Wir können allerdings hier unten auch durchgucken. Ne, ihr seht also die Plane, die müsste man da dementsprechend wirklich nochmal anpassen. Das sind so kleine Details, die halt, wenn man hinschaut, einstören könnten. Nicht müssen, aber können. Ihr seht hinten die Achse, die lenkt mit, sodass ihr auch besser um die Kurven rumkommt. Die dynamischen Kabel und Schläuche, ihr seht hier, ne, ist dementsprechend hier auch mit animiert. Das passt soweit also auch. Ja, wenn wir uns dann hier noch den Lok anschauen, seht ihr, in der Richtung ist alles sauber. Könnt ihr euch also bedenkenlos mit downloaden. Ja, an sich ein schöner Auflieger. Allerdings, wie gesagt, noch kleine Details, wie das mit der Plane, was man noch besser machen könnte. Aber ansonsten, und die Lichter, wie gesagt, ich habe sie nicht angekriegt, vielleicht bin ich auch zu doof. Ne? Kann ja alles sein. Aber das mit der Plane, das ist noch ein kleines Detail. Ansonsten, Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski.